FDP. Herzlichen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Punkt 1. Unser Ausbildungsbetrieb im Zentralirak wird voraussichtlich Mitte Mai wieder aufgenommen und dann fortgesetzt, wie von uns seit Jahren gefordert, innerhalb der NATO-Mission und nicht mehr wie von der SPD, wir durften es gerade wieder hören, verlangt als deutscher Alleingang. Damit ist eine Bedingung von uns, diese Ergänzung zuzustimmen, erfüllt. Der zweite Punkt. Es ist und bleibt ein Fehler, ein großer Fehler, dass Deutschland am 31. März das Mandat in Jordanien beendet, die Tornados dort abzieht und diese hervorragende Arbeit im Kampf gegen den IS damit aussetzt. Wieder auf Druck der Sozialdemokratie. Herr Wadephul, Sie hatten gerade Tränen im Auge. Das hätten Sie im Gespräch ändern müssen. Jetzt übernehmen nach langen Hin und Her die Italiener die Aufklärungsflüge. Die Luftbetankung auf Wunsch der Partner bleibt in unseren Händen. Und das ist auch gut so. Denn wir werden damit weiter in Jordanien präsent sein und sicher und sichern somit auch den Lufttransport unserer Soldatinnen und Soldaten und die der Partner bei Krisen evakuieren zu können. Die Italiener werden aber nicht nahtlos, wie angekündigt, das Mandat übernehmen, sondern frühestens in einem Monat. Und das bedeutet, dass ein Monat lang dem IS, der immer noch nicht besiegt ist, strategisch Raum gelassen wird. Meine Damen und Herren, das ist ein krasser Rückschlag. Das, was die Bundesregierung hier veranstaltet, hat nichts mit staatspolitischer Verantwortung und Außenpolitik zu tun. Und wir gehen davon aus, dass sich die Bundeswehr bereithält und gegebenenfalls die Aufgabe der Flugaufklärung auch wieder übernimmt. Meine Damen und Herren, ich danke den Soldatinnen und Soldaten für ihren hervorragenden Einsatz im Kampf gegen den IS. Und ich danke auch der Bundeswehr, die durch die Corona-Krise auch in den Auslandseinsätzen betroffen ist und in Deutschland gerade jetzt medizinisch, logistisch gemeinsam mit den Reservisten Hilfe leistet. Herzliches Dank dafür. Meine Damen und Herren, anschließend denen, die diese Krise im Parlament ausnutzen wollen, um an unser Grundgesetz zu gehen, sei deutlich gesagt, warum auch immer. So wie die momentane Aussetzung unserer bürgerlichen Freiheiten nur eine Frage der Zeit sein darf, werden wir nicht zulassen, dass unsere Verfassung, welche die Aufgaben der Bundeswehr klar definiert, geändert oder unterlaufen wird. Bei uns und mit uns wird es keine bewaffneten Soldaten vor Supermärkten geben, meine Damen und Herren. Und die Freien Demokraten werden gerade in Zeiten der größten Herausforderung der Nachkriegsgeschichte in unserem Land die Verfassung hüten wie unseren Augapfel. Meine Damen und Herren, wir stimmen dieser Ergänzung zu. Und noch einmal ein herzliches Dankeschön bei den Soldatinnen und Soldaten, wo immer sie im Einsatz sind, dass sie auch dort bleiben, wo sie jetzt gebraucht werden, trotz dieser widrigen Umstände. Vielen Dank. Sevim Daktelen, Die Linke, ist die nächste Rednerin.